Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny spielt das. Wir haben heute die Aufgabe, diesen ICE, welcher durch einen Polizeieinsatz immer mal wieder zum Stehen kommen kann und dadurch auch Verspätungen entstanden sind, erstmal mit den Fahrgästen bis zum Dresdner Hauptbahnhof zu bringen. Also wir stehen aktuell hier in Riesa. Und in Dresden müssen wir, wie gesagt, die Fahrgäste rauslassen. Es besteht kein Einstieg mehr und müssen dann die Führerstände wechseln und den Zug wieder zurück nach Riesa bringen. Wie gesagt, es hat ein Polizeieinsatz stattgefunden, beziehungsweise findet immer noch statt und dadurch kann es hier und da mal zu Störungen im Fahrtverlauf kommen, sodass wir vielleicht auch zwischendurch mal stehen bleiben müssen. Ihr seht, es ist reichlich oder schön am Schneien. Das passt natürlich im Moment überhaupt nicht zu der Jahreszeit, die bei uns herrscht. Gerade heute nicht. Ist das natürlich das komplette Kontrastprogramm. Es ist ein Szenario aus dem Creators Club. Ich habe mir gedacht, das klingt ganz gut, klingt interessant und würde sagen, wir machen hier ein schickes Foto und dann wollen wir mal mit dem Szenario beginnen. Wie gesagt, wir haben eine Fahrt mit Fahrgästen bis Dresden Hauptbahnhof vor uns. Und müssen dann zurück, also leer zurück nach Riesa. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir losfahren können. Einsteigen lassen brauchen wir niemanden mehr. Wir sind eigentlich so abfahrbereit, müssen nur noch kurz aufrüsten. Ich würde sagen, das machen wir. Erst einmal hier den Fahrtrichtungswender einlegen. So, da müssen wir natürlich die Spitzenlichter einschalten. Das müssen wir aufsperren. Die Zugsicherungssysteme einstellen. So, das Ganze auf 40 stellen, was wir auch machen müssen. Ist natürlich die Scheibenwischer einschalten. Das kommt auch sofort. Ne, das brauchen wir nicht. Scheibenwischer machen wir ein. Machen wir dann auf ein. Unregelmäßig. So, ich würde sagen, dann sind wir soweit. Die Bremsen lösen. Fahrmotorlüfter ein. Und dann können wir soweit abfahren. 43 Kilometer bis Dresden. Sich auch ein leerer RE auf dem Weg. Das könnte sogar eine Parallelfahrt werden. Das könnte sogar eine Parallelfahrt werden. Dürfen wir so nicht zu schnell werden? Könnte das sogar passen? Richtig geil. Richtig schön. Bleiben wir mal vorerst bei 40, damit wir dem nicht davonfahren. Das sieht doch schick aus. Das sieht doch richtig schick aus. Oh, jetzt beschleunigt er. Das ist doch ein wunderbares Bild. Dann machen wir doch gleich mal auf gleicher Höhe ist Stopp. Und zwar jetzt. Einfach geil. Einfach geil. Was ein geiles Bild. Was ein geiles Bild. Das machen wir gleich mal. Zack. Fortfahren. So. Richtig schön. Richtig schön. Ach, geil. Da zusammen mit dem Schnee, das ist doch einfach einzigartig. Wunderschön. So, ich glaube, jetzt können wir auch mal aufschalten hier. Fährt uns ja davon. Den holen wir uns, oder? Was sagt ihr? Holen wir uns.
Ich hatte das vorhin schon mal angespielt, auch mit der Parallelfahrt. Da war ich, habe ich allerdings zu schnell die Geschwindigkeit aufgeschalten. Und da sind wir dem davon gefahren. Also da wurde das nichts mit der Parallelfahrt. Und deswegen bin ich jetzt mal länger auf der Po 40 geblieben, damit der auch die Chance hat, uns einzuholen. Ja, jetzt ist er uns davon gefahren. Aber ich denke, das wird nur eine Momentaufnahme sein. Den werden wir uns wohl gleich holen. Wobei der auch schon ganz schön Stoff gibt, also so ist es nicht. Der ist schon echt. Also die 120 haben wir jetzt gleich erreicht. Also es ist nicht so, dass der hier bedeutend langsamer fährt. Der RE. Der ist schon auf und davon. Kleines Wettrennen zwischen Fern- und Nahverkehrszug. Auch nicht schlecht. Aber wir kommen dem Ganzen wieder näher. Da haben wir schon das erste rote Signal. Wahrscheinlich wie ein Polizeieinsatz. Habe euch ja gesagt, dass das immer mal wieder vorkommen kann, dass man hier rote Signale beachten muss, beziehungsweise uns erwarten. Da ist schon das erste. Das heißt, wir werden gleich runterbremsen müssen. Ich weiß nicht, was mit dem RE ist, ob der weiterfahren darf. Oder ob wir wegen dem bremsen. Ich weiß es nicht. Das nützt nichts, wir müssen jetzt gleich runterbremsen. Schade, die Aufholjagd hat gerade so schön begonnen, aber es nützt nichts. Wir haben Rot, es bringt alles nichts. Naja, vielleicht holen wir den ja gleich noch mal ein. Wer weiß das schon? So ein RE muss ja auch mal zwischendurch stehen bleiben. Das ist eine Chance. Wir haben auf jeden Fall erstmal Haltepflicht. Das nützt nichts. Halten wir hier erstmal am Bahnsteig, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, was der Fahrdienstleiter sagt. Abgelehnt. Gut. Dann ist das so. Schauen wir mal, weswegen, warum, wieso. Lass uns da sich um den Weg stellt, da fährt der RE. Auf und davon. Und da steht einer, der hat auch rot. Warum hat der rot? Der muss ja auch wegen irgendwas stehen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug im Szenario. Das wäre jetzt blöd, weil wie gesagt, das ist ein Szenario aus dem Creators Club. Da weiß man ja nie so genau. Aber der hatte irgendwie so gar nichts hier, was den stören könnte. Wundert mich ein bisschen. Der steht nach wie vor da. Der fährt. Da stehen wir. Dürften wir auch gleich rote, grün haben, weil der eine fuhr wieder. Was sagt denn der Fahrdienstleiter? Weiterhin abgelehnt. Aber da war sich ja schon wieder was am Bewegen. Von daher hoffe ich,
sich bei uns jetzt gleich auch was super leer. Der uns im Weg stand, der hatte ja, war ja auch wieder losgefahren. Wäre, glaube ich, hier irgendwo. Ne, der steht da nach wie vor. Das ist der RE. Ah, deswegen. Der muss den abwarten und wir natürlich auch. Deswegen. Der RE schiebt sich davor. Das ist das Problem. Ja, dann ergibt das Sinn. Dürfte der eine ja gleich auch wieder losfahren. Weil der RE ist ja jetzt eigentlich aus der Sichtweite. Also ich hoffe, das ist kein Bug jetzt, das wäre jetzt blöd. So, der hat gelb, das ist schon mal gut. Dann darf er ja losfahren. Sehr gut. Dann dürfen wir auch gleich losfahren. Vorsicht fährt ein. Und bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. Automatisch. So, Herr Kollege, Fahrdienstleiter. Wie sieht's aus? Wir dürfen. Sehr geil. Dann Bremse lösen. Fahrmotorlüfter ein. Und los geht's. Natürlich die 24 nicht überschreiten. Das heißt, hier gehen wir gepflegt auf 20 km/h, damit auch nichts passieren kann. So, das nächste rote Signal lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Es ist gelb. Wir gehen erstmal auf 80, würde ich sagen. Vielleicht haben wir uns ja. Mit 80 machen wir erstmal nichts verkehrt. So. Wunderschön. Na, ich hoffe, das gibt sich noch mit dem roten Signal, weil das wäre jetzt echt blöd, wenn wir jetzt laufend rote Signale hätten. Das wäre eine lange Fahrt dann. Vielleicht, wenn wir jetzt bei 80 bleiben, vielleicht schaffen wir es ja dann, ein bisschen Puffer zwischen uns und dem vor uns fahrenden Verkehr zu schaffen, sodass wir ein bisschen mehr rote, grüne Welle hier bekommen. Ja, siehst du, funktioniert doch. Genauso wollte ich es haben. Jetzt können wir ja schon mal wieder ein bisschen aufschalten, würde ich sagen. Oder ein bisschen 80 fahren wir noch, damit der Force noch weiter wegfährt. Es funktioniert auf jeden Fall, wenn man ein bisschen langsamer fährt, dahinterher, dass man dann rote Signale vermeiden kann.
So, jetzt können wir mal ein bisschen aufschalten. 120 immerhin schon mal. Grün, das ist sehr gut. Schauen wir mal, wie lange das anhält. Auch gespannt, wie die Rückfahrt sich gestaltet. Für da dann, würde gerade sagen, oder haben wir das nächste rote Signal? Es ist normal ein Polizeieinsatz am stattfinden und dann sieht das halt mal mit den roten Signalen. So, wo genau bleiben wir jetzt stehen? Ach komm jetzt. Boah, ey. Manchmal hasse ich den.
So, gleich schon wieder anhalten. Das mit den roten Signalen ist so ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, die dauern auch so lange. Wahnsinn, wie lange das jetzt schon rot ist. Was ist denn das Problem? Kommt was? Wird auf unsere. Ach, wir dürfen wieder. Sehr gut. So, wird es unter Beschränkung? Eigentlich nicht, oder? Können wir auch aufschalten. Sind wir unter Beeinflussung? Nee, normalerweise nicht. Nee. Bin ich aber gespannt, ob wir jetzt durchfahren können. Gleich 160. So, das Wetter wird auch nicht unbedingt besser. Ein bisschen auch noch wieder zurück. Dann allerdings leer, ohne Fahrgäste. So, 160. Vielleicht können wir dann auch gleich endlich LCB fahren. Das wird die ganze Sache einfacher machen. Verkehr ist hier auch ziemlich unterwegs auf der Strecke im Moment. So.
Züge vor uns dürften jetzt eigentlich einigermaßen Abstand haben, hoffe ich. Wunderschön. Sind wir endlich mal auf Geschwindigkeit? Nicht dieses Rumgetrödel. So, 120 gleich. Aber immerhin scheinen wir die roten Signale jetzt überwunden zu haben. Das ist schon mal sehr viel wert. Auch wenn wir hier und da noch die eine oder andere Geschwindigkeitsbeschränkung haben, das muss man leider in Kauf nehmen. Das ist ja auch streckencharakteristisch halt nicht anders zu machen. Aber immerhin haben wir die roten Signale anscheinend hinter uns gelassen. So, es sind noch 2 Wochen. Das heißt, heute gibt es noch ein Video. Nächste Woche noch und dann das Wochenende. Nee, gar nicht. Was haben wir heute? Den 20. Dann haben wir den 27. Ja, zweimal noch. Also mit heute 3-mal. Und dann geht meine Tour los. Nach Braunschweig. Ich habe gehört, die machen die Strecken dicht, beziehungsweise schränken den Verkehr ein von also Richtung Berlin. Auch in Nordrhein-Westfalen, ich glaube Herford oder so. Ab da fahren kaum noch ICE los und Gütersloh und so weiter. Ich hoffe, das betrifft nicht meine Verbindung. Das wäre echt Schande. Naja, abwarten. Bisher habe ich auch keine Benachrichtigung bekommen. Weil naja, warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Anders kann man es ja eh nicht machen. Ich hoffe, dass das diesmal reibungslos vonstatten geht. Aber wie gesagt, abwarten. Vielleicht kommt ja bis dahin noch der IC1-Steuerwagen raus. Das wäre natürlich geil. Oh, wieder Güterzug. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema TSW 5? Findet ihr das zu früh oder findet ihr das passend? Also seid ihr dafür? Also ich weiß nicht, ich bin persönlich dagegen, weil wir das Potenzial von TSW 4 noch gar nicht richtig ja, ausgereizt haben, würde ich mal, sag ich mal so. Zweitens, ihr kennt das, dann, wenn jetzt ein neuer Teil kommen würde, man muss ja die ganzen Add-ons und die ganze DLC von Teil 4 wieder in Teil 5 rüber importieren. Ihr kennt das, das ist, läuft ja nicht immer ohne Fehler ab und so. Und ich weiß nicht, das ist dann wieder ein ziemliches Hin und Her. Und bis das dann alles soweit ist, also ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Also auf eine Art, natürlich, klar, ein neuer Teil ist wahrscheinlich noch realistischer. Ich weiß es nicht. Andererseits, wie gesagt, wir sollten erstmal schauen, dass wir hier alle
alles das, was in TS4 zu veröffentlichen geht, in TS4 veröffentlichen und das erstmal so weit ausreizen, wie es geht und dann vielleicht im nächsten Jahr TS4 5 veröffentlichen. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal Feedback da lasst, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr euch auf Teil 5 freut oder ob ihr sagt, nein, Teil 5 ja, ganz gern, aber erst im nächsten Jahr. Beziehungsweise auch noch später, wie ihr das so seht. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch zu früh. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, euer Feedback, eure Meinung. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. So, dann haben wir noch 20 Kilometer bis Dresden. Gleich 140 jetzt in diesem Augenblick. Dann auch wieder 160 quadrat durchschalten. Will ich auch mal loskommen, Geschwindigkeit kommen. Die Fahrgäste wollen nach Hause ins warme Wohnzimmer. Wobei hier im Zug ist es auch warm, das für kann ich garantieren. Und was ich auch sehr schön finde gerade, ich sitze schön im kalten Keller, das ist kalt, kühl auf jeden Fall. Das macht bei so einem Wetter natürlich viel aus, wenn man seinen Computer im Keller stehen hat. Das ist sehr nice. Während es draußen über 30 Grad sind, macht es hier unten echt Spaß zu produzieren. Und ja, also ich kann das nur jedem empfehlen, seinen PC im Keller aufzubauen, sofern er das, sofern die Möglichkeit vorhanden ist. Das macht auf jeden Fall im Sommer sehr viel Spaß. Und im Winter habe ich hier schon eine kleine Standheizung stehen. Also es ist für alles gesorgt, sodass ich weder friere noch schwitze. So, kurz 130. Weil das Spiel aber zweimal, dann bleiben wir gleich auf 130 erstmal. Müssen wir quittieren wahrscheinlich? Nee. Ach, warum das denn jetzt? Warum haben wir denn jetzt die Zwangsbremsung? Hä? Was zum? Leute, wo habe ich jetzt? Der zeigt ja gar nichts an. Wo haben wir denn jetzt die Zwangsbremsung? Ja, ist okay. Das ist wieder mal, genau. Das ist wieder mal, ich weiß, das ist wieder mal das Spiel, was hier buggt und weiß ich nicht, ob ich das, wie ich das finden soll. Warum genau hatten wir jetzt die Zwangsbremsung? Kann mir das mal jemand erklären? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich weiß es leider nicht.
Ich kann es mir leider nicht erklären, warum ich jetzt genau eine Zwangsbehandlung bekommen habe. Wir mussten weder quittieren noch irgendwas. Wir haben ich weiß nicht, warum wir jetzt eine Zwangsbehandlung hatten. Ja, ich war noch zu schnell, aber es waren ja auch noch keine 130 wirksam. Ich war ja am Bremsen. Naja, egal. Komm, lass mal das. Es bringt doch nichts, sich darüber aufzuregen, weil ändern kann man es eh nicht. Verstehen kann man es wahrscheinlich auch nicht. Also wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, warum ich jetzt genau eine Zwangsbremsung kassiert habe, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare, weil ich will es auch verstehen. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Pseudo-Zwangsbremsung. Mehr ist das nicht gewesen, meiner Meinung nach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Vor allem, der hat ja auch nichts angezeigt. Wir mussten nicht quittieren, gar nichts. Im Display war nichts angezeigt, das überhaupt. Der zeigt ja normalerweise dann an, Zwangsbremsung, dass da irgendein Magnet aktiv ist oder. Aber gar nichts? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn jetzt? 160, 130? Oder was ist jetzt Phase hier? Wir bleiben bei 130. Okay. So, 160. Naja, die Fahrgäste müssen auch denken, was hier los ist. Erst die dauernden roten Signale, an denen wir halten müssen, und dann noch die blöde Zwangsbremsung. Aber ja, wie gesagt, manchmal ist die Technik auch ein Teufel, wo man absolut nicht drinsteckt und keine Ahnung hat, wieso, weshalb, warum das jetzt so passiert, wie es eben passiert. Und die Zwangsbremsung gehört auf jeden Fall dazu, weil die war irgendwie total ungerechtfertigt, weil ich war am Bremsen und es war noch keine 130 wirksam. Quittiert haben wir auch nicht. Von daher kann ich die Zwangsbremsung nicht so ganz nachvollziehen. Aber egal, lassen wir das. Wie gesagt, es bringt auch nichts, da jetzt weiter drüber zu sinnieren, weil wir es eh nicht ändern können. Es ist passiert und Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, 8,5 Kilometer noch. Dann sind wir in Dresden. Da müssen wir die Fahrgäste aussteigen, wechseln den Führerstand und fahren leer zurück nach Riesa.
So, gleich 80 und wird dann frühzeitig bremsen. Nämlich jetzt schon gleich, weil ich habe keine Lust, dass mir das nochmal passiert, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Da werden wir wahrscheinlich eh quittieren müssen. Also ich gehe jetzt schon mal runter auf 80. Muss wahrscheinlich gleich eh mithelfen mit der Bremse. Ich denke nicht, dass die AfB das rechtzeitig hinbekommt. Wobei, es könnte sogar klappen. Hätte noch 1,5 Kilometer gleich. Wobei, nee, es müsste jetzt auch gleich. Kommt bestimmt das zu quittierende Signal, was garantiert kommen wird. Das könnte meistens ein paar 100 Meter vor dem wirksam werden, der Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, habe ich mir noch nicht gedacht. Muss ja doch mal ein bisschen mithelfen hier. Das sieht mir sonst zu heiß. So, diesmal nicht, liebe Technik, diesmal nicht. So, Einfahrt Riesa. Wunderschön, wunderschön. Hier ist schon einiges los in Dresden Neustadt. Einfahrt Riesa habe ich gerade gesagt, ne? Das ist natürlich falsch. Einfahrt Dresden. Ich bitte das zu entschuldigen. Dresden Neustadt sind wir gerade durchgefahren. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof. So, jetzt durchfahren wir Dresden Mitte. Nochmal runter auf 60. Wenn wir schon mal Gleiswechsel haben. Das ist Dresden Mitte. Warum? Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt war ich abgelenkt. Das tut mir leid. Jetzt war ich abgelenkt. Das ist das Problem. Ja, alles gut. Das war meine Schuld. Das gebe ich ganz offen zu. Das war meine Schuld. Das war meine Schuld, das gebe ich ganz klar und offen zu. Da war ich abgelenkt.
Das war meine Schuld. Da habe ich jetzt aber auch nicht mitgerechnet mit dem Wasserkreis, das da war, ja. Kann passieren. Darf nicht passieren, ist aber passiert. So, das wäre erstmal 45 Beschränkung aufgrund der Zwangse. Dürfen wir ja immerhin, obwohl das jetzt eigentlich auch schon wieder Blödsinn ist, weil wir gleich ein halbseitiges Signal vor uns haben und da eh runter auf 40 müssen. Aber egal, ist jetzt auch egal alles. Fahren wir jetzt hier in Dresden ein. Wunderbar, wunderschön. Stoppen, 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 stoppen. So. Türen entriegeln, das tun wir natürlich auf der der linken Seite. So. Und da werden wir hier wahrscheinlich gleich den Führerstand wechseln müssen. Machen wir das schon mal auf Parken. Genau. Dresden im Winter. Dann dürfen wir gleich hier wahrscheinlich alles abrüsten und in den anderen Führerstand marschieren. So, wir verriegeln die Türen wieder. Setzen Sie sich auf den anderen Lokführersitz. Okay, sollen wir hier nicht irgendwie alles abstellen oder wie? So. Die auf B aus. Das machen wir hier mal. Und die Zugsicherungssysteme machen wir hier aus. Ja.
So. Genau, da können wir uns rüber setzen. Hier machen wir vielleicht noch das Licht aus. Gehen wir dorthin. Ne, egal. Wir die Tür zu. Gehen wir aber durch den Maschinenraum. Jetzt über 200 Meter, über 250 Meter müssen wir jetzt laufen. Bisschen in einem Führerstand. Ist ja zu Fuß schon ordentlich. So, der Zug ist natürlich leer jetzt. Logisch. Riesa, ja, da fahren wir jetzt gleich hin als Leerzug. Einmal schön durch den ICE1 laufen. Wunderschön. Einmal durchs Bordbistro. Hier ist natürlich auch schon alles geschlossen. Die Kollegen haben auch Feierabend. Aber durch die erste Klasse, da wo ich immer sitze, wenn ich auf Tour fahre. So, dann haben wir es gleich geschafft. So, da sind wir am Ende angekommen. Wir gehen durch den Maschinenraum. Da, wo die Fahrgäste natürlich keinen Zutritt haben. Genau, wunderbar. Da wären wir. So, Risa. Das heißt, wir machen hier wieder alles. Ach, Moment. Ach, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt müssen wir hinten erst den Rausch. Ich werde bekloppt, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das hätte mir auch einer sagen können. Mann, Mann, Mann. Ich habe den doch auf neutral gemacht, oder nicht? Oder ist der noch auf vorwärts? Ja, eigentlich. Ich muss den ausstecken. Ich muss den ausmachen und ausstecken. Das ist das. Das habe ich hätte. Ja, jetzt fällt es mir auch ein. Natürlich. Das macht ja keinen Sinn. Das kann ich ja vorne nicht aktivieren. Klar, logisch. Ach, guten Morgen. Ja, es ist soweit. Wirklich. Egal. Was man nicht im Kopf hat, ne? Ich muss den ja ausstecken. Beziehungsweise ausmachen. So. Ja. Das machen wir aus. Das machen wir aus. So funktioniert es auch. So, es ist nämlich hier aus. Da hinten geht gleich an, genau. Beziehungsweise aktivieren wir den Führerstand. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Natürlich muss er ausgesteckt sein, beziehungsweise ausgemacht werden, der Führerstand.
So, jetzt aber. Dann. Aber wieso wird der jetzt nicht aktiviert hier? Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Boah, was ist das denn? Warum? Ich hab den doch. Soll ich den jedem doch aktivieren oder so? So, Führerstandswechsel. Jetzt! Jetzt aktiviert er sich. Ah, das wusste ich nicht, dass man das machen muss. Ich wollte nur sagen, irgendwas. So, jetzt. So. So, das ist alles. Haben wir jetzt alles aktiviert? Nee, haben wir es ausgemacht oder was? Ein, ein, ein. So. Dann können wir loslegen. Ja, auf B auf 40. Ich musste den Führerstandswechsel aktivieren. Ah, das muss man erstmal wissen. Das habe ich wirklich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, dann würde ich sagen, los geht's. Das muss man auch erstmal wissen. Naja, wir haben es da hinbekommen. Uns befreien. Immerhin noch 60. Ups, das war ein bisschen viel. So. Wunderbar. Wunderschön. So, ich soll natürlich die Scheibe schon wieder einstellen, ist logisch. Das Massivfach. So, Scheibenwischermodus unregelmäßig. So, dann fahren wir den gleichen Weg wieder zurück, diesmal ohne Fahrgäste. Und ich hoffe ohne Zwangs- und ohne rote Signale.
hoffe, dass das Ganze jetzt ein bisschen zügiger geht. Jetzt haben wir es. Ist gar nicht so einfach, der AFB. Sollten wir Riesa-Wellenwinkel an Gleis 3 halten. So, das dürfte wieder genau Neustart. Wunderschön zu erkennen an den beiden Leuchtreklamen da oben. Auch gleich schon 160, sehr schön. So. Und dann auch gleich 160. Genau. Wunderbar. Ich muss das Gewinnspiel noch auflösen. Fällt mir gerade ein.
So. So, mittlerweile sieht alles gut aus. Ich bin nebenbei hier das Gewinnspiel am Auflösen. Falls ihr euch wundert, dass im Moment von mir nichts kommt. Ja, 130, muss mal ein bisschen reagieren. Ich muss zwischendurch hier auch mal drauf gucken. So. Gleich irgendwie quittieren oder so. So. Ich glaube wieder 160. So, AVV 130. So, das Gewinnspiel ist aufgelöst. Natürlich wurde gesucht Berlin Hauptbahnhof und gewonnen hat Antonius, wie heißt sie jetzt? Antonio, Ed Antonas BB. Er bekommt einen Monat lang die Silbermitgliedschaft kostenlos. Das heißt, er bekommt das, was er dafür bezahlt, per PayPal wieder zurück. Einen Monat lang. Danach kann er frei entscheiden, ob er bleibt oder wieder geht. Wie gesagt, das muss er dann natürlich selber entscheiden. Thank you.
warum fahren wir eigentlich nicht schneller als 104? Achso, ja. Ja. Sorry. Ah, Scheiße. Warum? Warum zeigt er dir nichts an? Der zeigt überhaupt kein Quittieren, nichts an. Gar nichts. Ach, ey, das ist echt. Nur weil ich kurz mit dem Gewinnspiel beschäftigt war, ey, so ein Scheiß, Mann. Ach, Leute, 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 Leute. Mann, 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 ey. So, wie lange braucht der jetzt hier, um den Bahnübergang wieder freizugeben? Schon arg lange. Bekommt er noch einen Gegenzug? Ach, egal. So, 22 Kilometer noch.
So, na komm schon. Das Wetter wird auch nicht besser. Ist nach wie vor ordentlich am Schneien. Ich kann euch auch gerne den Link unter die Videobeschreibung oder in die Videobeschreibung setzen, falls ihr das zu neu nachspielen wollt. Kommt wie gesagt aus dem Quert das Klapp. Also dann, dass ihr das dann auch findet. Wunderschön, wunderschön. Ein wunderschöner Winterabend mitten im Sommer. Ja, das ist das komplette Kontrastprogramm. So, gleich 130. Das war ja vorhin die Stelle, wo wir einen Zwanse hatten. Diese nicht nachvollziehbare. Wenn wir jetzt mal frühzeitig runtergehen. So, diesmal haben wir es rechtzeitig hinbekommen.
20, da brauchen wir gar nicht großartig jetzt hier. Rum zu albern, da gehen wir auch gleich hin. So. So, 2 Wochen noch, dann habe ich endlich Urlaub. 3 süße lange Wochen. Dann geht es am ersten Urlaubstag direkt schon auf Tour nach Braunschweig. Freue mich da tierisch drauf. Endlich wieder Bahn fahren. Erste Klasse, IC unter anderem. Freue mich da sehr drauf. Heute Abend sehr wahrscheinlich Livestream. Ich denke mal wieder so 20, 30, 21 Uhr. Werde es gleich auch noch ganze Plan bzw. einrichten, damit ihr da noch Bescheid wisst. Ich denke, das wird dann unter dem Motto der Talk stehen, dass wir heute Abend einfach ein bisschen miteinander quatschen über unsere